Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Engladürm. Seid gegrüßt zu einem neuen Adventskalender-Türchen mit dem Zwergenfürst. Heute eine kleine Lichtquelle hier eingestellt, die hier ganz grell auf die Szenerie hier leuchtet, und eine zweite düsterere Lichtquelle, also ist hier alles ordentlich beleuchtet aus zwei Quellen, also es gibt eventuell heute einen Doppelschatten, aber ja, das soll jetzt auch nicht technisch das Problem sein heute. Ich möchte mit euch heute das hier zusammenbauen. Das ist ein Lego-Brettspiel. Minotauros heißt es. Und ja, ich mach's mal auf. Und dafür habe ich diesen Regalplatz hier benutzt. Da sind schon mal Anleitungen drin. Und eine Spielanleitung und eine Bauanleitung. Das Ganze ist hier relativ unaufgebaut, also hier ist eine Grundplatte, wie es sich in Lego mal gehört, und jede Menge Kleinteile, die jetzt hoffentlich nicht hinter den Schrank gefallen sind. Hat es irgendjemand gesehen? Und wenn ja, dann wäre das jetzt ein bisschen bescheuert für die Aufnahme. Ich hoffe nicht. Und da habe ich natürlich nicht gedacht, dass das auch hinter den Schrank fallen kann. Das wäre dann A, bescheuert für das Set hier, für das Lego-Set, und B, bescheuert für die Aufnahme. Und weil ich dann am Ende wieder ein Stück am Fehlen habe. So, hier sind noch ein paar Sachen nicht gelöst. Aber im weitesten Sinne ist das hier alles einzeln und abgebaut. Da klingelt gerade das Handy in meiner Hosentasche. Ich hoffe, es ist richtig eingestellt. So hundertprozentig kann ich das jetzt nicht erkennen von der Kamera aus, von meiner Lage. Ich hoffe, es sieht gut aus. In diesem Winkel. Heute werde ich hier ein bisschen basteln und ja, euch daran am Bau teilhaben lassen. Vorsichtig kippen hier, sonst Game Over, sage ich nur. Dann ist das Spiel vorbei. Dann haben wir kein vollendetes Brettspiel mehr. Also alles hinterkippen. Ich meine, so ein, zwei Ersatzteile haben wir noch im Karton. Das sind solche kleinen Pippos, die haben wir da noch mit drin. Aber ja, wird eng, wenn so mehrere Sachen verloren gehen, vor allem größere. So, hier haben wir die Bauanleitung. Die werden wir mal benutzen heute. Die wird das Wichtigste sein für dieses Bauvideo. Let's build. Ja, ich würde mal sagen, legen wir los. Das ist doch direkt sogar mal ein Part, wo man auch ein bisschen quatschen kann, wo man auch ein bisschen was erzählen kann. Ist ja jetzt nicht allzu fordernd hier. Ist jetzt keine Sache, die sagen würde, ja, das musst du ordentlich. Euch ein wunderschönes Bild kann ich mal eben in die Kamera zeigen. So wird es das dann am Ende aussehen. Im besten Falle. Ein großes Labyrinth als Brettspiel. Finde ich immer spitzenklasse, diese Brettspiele von Lego. Man kann das A aufbauen und B auch als Spielbrett benutzen. So ist es von Lego gedacht. Perfekt, haben wir die erste Seite. Und dann geht es genauso weiter auf der anderen Seite, ein Zehner, also zwei Zehner. Tada! Und ein Neuner. Ist dann ein bisschen kleiner als die anderen. Sieht dann so aus hier. Und natürlich ist meine Kamera alle, also zumindest die Speicherkarte, die muss ich gleich mal leeren. Wenn gleich mal die Kamera ausgeht, die wird sich gleich verabschieden. Das ist doch spitze für eine Aufnahme hier. Na, am Anfang die Kamera nicht aufgebaut ist.
So muss das doch sein. Muss doch mal Akku geladen. Ja, der Akku ist geladen. Und die SD-Karte geleert. Tja. Typisch Zwergi. Eine Aufnahme starten und die SD-Karte nicht entleeren, bevor man beginnt. So, jetzt habe ich hier schon drei Rahmen voll. Da entsteht jetzt hier ein rundherum eine Abgrenzung für das Spielfeld. Und hier haben wir das nächste Stück, das letzte Eckchen hier. Und da kommt dann der Rahmen dran. Entsteht hier easy pop easy die Abgrenzung des Spielfelds. So, wundervoll, da haben wir hier schon den abgegrenzten Spielfeldrahmen. Das ist der erste Schritt. Joa, jetzt habe ich mal eben ein bisschen was auf der Speicherkarte freigeräumt. Jetzt habe ich so wieder 3 Stunden Material für Filmereien. Und der Kameraakku hält auch noch 1/2 Stunde. Ja, muss irgendwie, ja, müssen wir uns beeilen. Dürfen wir nicht 3 Stunden drehen. Aber das wollen wir ja hier auch nicht. So, jetzt kommt das hier ins Eck. Da kommen jetzt hier die verschiedenen Farben rein. Hier haben wir einmal Weiß. Hier haben wir einmal Rot. Ich hoffe, man sieht es irgendwie. Das werde ich dann nachher im Schnitt feststellen. Ja, bloß dann im Schnitt ist es dann relativ schnuppe, weil es dann eigentlich schon zu spät ist und ich in der Vorproduktion bin für den Adventskalender und es mir eigentlich nicht leisten kann, dann auch zu sagen, nee, drehst du nochmal. Also auch schon gehabt, dass ich halt aus Zeitmangel dann sagen musste, ja, sieht halt eigentlich relativ unzulänglich aus, also das will ich eigentlich nicht hochladen, aber ja, ich muss ein Video hochkommen und ja, machen wir das Beste draus. Abgefertigt ist schon die Außenbegrenzung bunter gestaltet. Hier sehe ich gerade hier die Loot Chest Zeitung, die habe ich auch liegen. Das ist ja alles so ein bisschen Loot Chest Ausstellungsregal. Da hinten die Endzone, falls ihr die noch nicht bemerkt habt. Da habe ich auch ein Abo jetzt. Das werde ich schon ohne jetzt nicht sammeln. Ich mache immer so ein bisschen weiter hier. Da habe ich hier schon eine Seite überblättert. Kann man so ein bisschen ahnen, was dann kommt. So, hier dann diese durchsichtigen Stachelchen drauf. Ja, Stachelchen ist ein bisschen einer Lego-Stein in Rund. Lego, das war tatsächlich ein großes Kindheitshobby von mir. Damit habe ich mich sehr viel beschäftigt. Ja. Das sieht man gerade nicht sehr gut, aber ich habe ja am Regal auch Haufen von Lego-Kästen stehen, also für zukünftige Videos, Let's Build, für den nächsten Adventskalender oder vielleicht noch für diesen, wer weiß, was da noch kommt, habe ich euch vielleicht jetzt ein bisschen gespoilert. Vielleicht noch die Chance auf ein weiteres Let's Build Lego. Finde ich gar nicht so schlecht, kann man immer ein bisschen quasseln und hier auch ein bisschen bauen. Für mich ist es unterhaltsam, ich hoffe, es ist für mich auch unterhaltsam. Ja, scheinbar hat es im letzten Jahr auch geklappt, als ich da ein Let's Build gemacht habe. Schien euch relativ gut zu unterhalten. Letztes Jahr waren natürlich noch ein paar Leute nicht mit dabei. Es war dann ein bisschen eine andere Ausgangssituation, aber ja. Wenn es im letzten Jahr schön war, dann
übernehme ich es auch dieses Jahr gerne wieder und hoffe darauf, dass es besser ankommt als letztes Jahr. Zum einen das und zumindest genauso gut ankommt wie letztes Jahr und sich lohnt. Ja. Und nicht vergessen, das Ganze tue ich ja auch minimal für mich selbst. Also ich sag ja mal, ich mache YouTube nicht für mich selbst, weil ich mache das für meine Zuschauer und ja, ich entertaine meine Zuschauer und mache das Beste für sie, unterhalte sie. Ich bin da, um die Leute zu unterhalten und nicht mich selbst. Daher ist das eigentlich relativ egal, was ich will. Und wenn ihr euch einbringt und eure Entscheidungen macht, dann im Rahmen des Möglichen lässt sich auch da was entscheiden. So, jetzt hier mal kurz eine Unterbrechung in meinem Gerede. Hier kommt jetzt so eine Platte rein. Da setzt man dann, ihr werdet jetzt gleich sehen, Bausteine dazwischen und dadurch entsteht dann ein Labyrinth. Das ist eine ganz schöne Sache hier. Die Formel hier kann man dann andersrum einstecken und dann hat man hier ein Labyrinth. Also dieses Papierstück sollte man nicht verlieren, weil dann wird es ein bisschen komplizierter, das Labyrinth zusammenzubauen. Na, das geht auch noch mit der Anleitung, aber wird ein bisschen schwerer. Weiter im Bau. Damals, da kommen jetzt diese großen grünen Steine zum Einsatz. Wo war ich stehen geblieben? Was habe ich gerade erzählt? Bin jetzt rausgekommen. Ach so, weil dass ich YouTube für meine Community mache. Ja, aber wenn halt so ein Lego-Spiel auch Spaß macht und mir auch beim Bauen Spaß macht und von euch nicht das Signal kommt, bloß nie wieder, mach das nie wieder, das ist so scheiße, dann mache ich das auch gerne nochmal. Also sehe das immer so, wenn euch etwas wirklich missfällt und ihr irgendwas kacke findet, dann könnt ihr das mir gerne in die Kommentare klatschen. Ich lese jeden Kommentar und ja, wenn das jetzt wirklich ein Graus für euch sein sollte, dann wird das nicht wieder passieren. Aber wenn ihr da gerne mit dabei seid und wenn das kein Problem für euch ist und ihr da gerne mit zuhört, dann werde ich das auch weitermachen. Lego-Steine. Dann ist ein Spielbrett auch nicht mehr vollständig. Das gibt's. Da habe ich so ein paar Spielbretter hier drin. Da fehlt ein Teil drin. Ein wichtiges Teil. Das ist dann relativ kacke. Ist dann nicht so toll. Ich bin dann so ein haltendes Teil. Meistens so ein Teil von der Wand. Wenn man so ein Haus hat, dann fehlt dann so ein Teil von der Wand. Das ist schön. Da hält die ganze Konstruktion nicht. Das ist, ich glaube, im letzten Jahr bei dem hier Lego-Gebäude von UN, da hatte ich
Ich zeige es nochmal hier in die Kamera. Da hatte ich ein Teil oben am Fehlen. Das sah dann ziemlich wackelig aus und sah auch nicht ganz vollständig aus. Es war nichts Ganzes und nichts Halbes. Ja, das war dann natürlich unschön. So, hier in die Mitte kommt dann hier noch die verschiedenen Farben. Und dann hat man hier noch ja, von jeder Sorte was vertreten. Und wir sind gleich zu Ende hier. Die Anleitung neigt sich schon dem Ende hingegen. End oder hingegen. Ah, den Minotaurus, das Wichtigste. Hier ist das schon so ein bisschen zusammengestellt, weil ja, das konnte ich nicht mehr ganz auseinanderkriegen beim Abbauen. Das ist ja relativ fest verschraubt. Aber man kann hier natürlich auch noch die extra Sachen befestigen. Hier sind die Hörner, die roten Hörner des Minotaurus. Des Minotaurus oder des Minotaurus. Das bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube eher des Minotaurus. Hier kommen noch solche Platten hier dran und dann die Arme aus zwei Teilen hier. Dann sieht das auch ganz schön aus im Spiel. Ich freue mich schon auf das Spielen mit meiner Schwester hier. Das klang falsch. Das klang sehr falsch. Ihr wisst, wie ich es meine. Auf das Let's Play mit meiner Schwester. Auf das ja, gemeinsame Lego. Das Fortsetzen dieses Aufbauvideos. Das ist sozusagen zweiteilig hier. Ah, das ist hier so eine kleine Friemelarbeit hier. Ich hoffe, ich lasse das Teil jetzt hier nicht fallen, sonst ist das auch relativ bekloppt. Meine Schwester, die macht Musical.ly. Nein, fragt mich nicht, ich weiß nicht, wie sie heißt. Interessiert mich auch nicht, werde ich auch nicht verlinken. Bin kein Fan von Musical.ly. Sagte ich das schon mal. Vielleicht in dem Video, wo sie mit dabei ist, da werde ich das mal vielleicht eventuell verlinken. Mal schauen. Jetzt haben wir hier den Minotaurus. Da fehlt, glaube ich, noch was. Da fehlt noch unten was und oben was. Ein bisschen der Deckel. Und ja, und der Körper, dann sieht das schon richtig genial aus hier. Das ist deine Figur hier, der Minotaurus. Die wird dann im Spiel auch noch eine Bedeutung haben. Figur, die stellt man dann hier drauf. Und jetzt kommen, glaube ich, nur noch die Figürchen hier mit dazu. Und der Würfel, hier jede Farbe bekommt drei hier, hat drei Spieler, drei Gladiatoren, den habe ich vorhin schon draufgestellt. Hier drei weiße Gladiatoren, drei weiße Kämpfer im Labyrinth. Hier habe ich noch einen blauen. Ich hoffe, die Spieler sind vollständig. Drei gelbe. Ja, man kann irgendwie Sachen ersetzen und andere Teile dafür nehmen. Aber in einem Lego-Spiel, damit es schön aussieht, sollte das dann auch halbwegs beisammen sein. So, und da ist der letzte blaue. Der letzte blaue. Hier fehlt aber noch einer. Ja, so viel dazu. Ist der mir hier abhanden gekommen oder was? Ist der mir jetzt hinter den Schrank gefallen? Ja, in der Tat. Ich glaube ja. Scheint so zu sein, dass mir der vierte, Quatsch, der dritte blaue hinter den Schrank gefallen ist. Hier ist er nicht. Ja, wunderbar, egal, ich gehe nachher nochmal hinter den Schrank, den habe ich heute schon mal verrückt. Hier muss man jetzt noch den Würfel zusammenbasteln, hier hat man ein grünes Teil. Das werdet ihr dann im nächsten Video erfahren, was das für Bedeutung hat. Hier natürlich die 5. Hier hat man dann ein schwarzes Teil, für was das sinnvoll ist, das könnt ihr euch vielleicht schon denken, wofür der schwarze Würfel zuständig ist. Eine 6, eine 3 für den Würfel. Und dann hat er natürlich noch eine Seite offen
Da war dann die Wahl zwischen einer 4 und einem grauen Platte hier. Ich nehme die graue Platte, weil das wird dann richtig spaßig im Spiel. So, jetzt haben wir hier einen Würfel. Das Timing hätte nicht besser sein können. Da ist die Kamera schon ausgegangen. Akku war alle. Ja, wir waren fertig. Ich werde mich in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit nochmal auf die Rettungsmission des kleinen blauen Läufers begeben, des Kämpfers. Der muss mir irgendwie hinter das Regal gefallen sein beim Auskippen. Ihr habt es vielleicht gesehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses kleine Video von mir jetzt zum Advent. Däumchen nach oben sollte das der Fall gewesen sein. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Tätowiert meinen Kanallink eure Katze auf den Arsch und dann, ja. Gehabt euch wohl und haut drinne. Ciao, ciao, adios.